Er ist der letzte Urwald Europas, Białowieża im Osten Polens an der Grenze zu Weißrussland. Es gibt Tier- und Pflanzenarten, die nur noch hier existieren. Ein jahrtausendealtes Biotop. Hier gedeihen verschiedene Waldtypen. In trockenen Bereichen sind es Eichen-, Linden-, Hainbuchenwälder. Uralte Bäume, gewaltig groß. Junge Bäume darunter bilden Etagen, ganz anders als in einem Wirtschaftswald. Auf feuchteren, sandigen Böden gedeihen Fichten und Kiefern. Farne und Moose bedecken den Boden. Doch die Idylle trügt. Immer tiefer fressen sich die Maschinen ins Holz. Die polnische Regierung erlaubt, Teile des Urwaldes zu fällen, um die jahrhundertealten Stämme gewinnbringend zu verkaufen. Einige Bäume, die abgeholzt werden, sind über 150 Jahre alt oder noch älter. Das ist eine Verwüstung und ein Raub des wertvollsten Baumbestandes, den dieser Urwald hat. Auch die EU hat das so beurteilt und verhängte diesen Sommer einen Abholzungsstopp. Europäisches Recht wurde gebrochen, dem Weltnaturerbe nicht mehr gut zu machende Schäden zugefügt. Das sieht die polnische Regierung anders. Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Wir bewahren den Urwald sogar und setzen uns für den Naturschutz ein. Und zum Beweis hat der Minister ein Glas Borkenkäfer mitgebracht, die den Wald über und über befallen haben sollen. Also eine Vorsorgemaßnahme. Aber so recht wollen das nur wenige glauben. Denn in natürlichen Wäldern richtet der Borkenkäfer kaum Schaden an. Hier wird er durch vorkommende Parasiten und Fressfeinde reguliert. Vielmehr gehe es bei der Abholzung um wirtschaftliche Interessen, so Umweltschützer und Kritiker. 600 Quadratkilometer intakter Wald. Heimat vieler selten gewordener Arten, wie Bison, Wolf, Storch oder auch Biber. Ein letztes Stück unberührte Natur mitten in Europa, die es mit aller Kraft zu bewahren gilt.